Hallo MOBA-Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht es um mein Fiddlyard. Und ich war die Woche fleißig, die Kabel sind endlich gekommen. Das heißt, endlich, ich konnte anfangen, Gleise zu legen. Und angefangen habe ich mit dem Fiddlyard als Abstellmöglichkeit. Und in diesem Fiddlyard gibt es ja die Besonderheit mit der Schiebebühne, wo ich am Ende quasi die Lok umsetzen kann. Da mir einfach die Länge hier nicht ausreicht, um eine Weichenstraße am Schluss noch zu gestalten. Das Video, wie ich das Fiddlyard an sich, die Schiebebühne an sich gebaut habe, ja, das blende ich euch mal oben ein. Da zeige ich im Prinzip, wie diese Schiebebühne entstanden ist und heute seht ihr, wie das Fiddlyard entstanden ist. Ich habe jetzt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich ein Gleis auf die Anlage klebe. Das habe ich hier nicht gezeigt, auch wie ich die Übergänge gemacht habe, also wie ich sie hingeklebt habe, habe ich hier auch nicht gezeigt in diesem Video. Das wird in einem folgenden Video mal kommen, weil die Übergänge von den Segmenten ist absolut identisch und auch die restlichen Gleise verlegen wird genauso wie auf dem Fiddlyard. Da werde ich das dann irgendwann mal einfach mal mit zeigen, wie ich die Gleise eben auch auf die Platte klebe, wie ich die Verkabelung damit mache, wie ich die Weichen verkabel und so weiter. Das zeige ich. Heute geht es rein um das fertige Fiddlyard. Ich zeige euch das, ein kurzes Fahrvideo, sage ich jetzt mal, ja, mit einer Lok, wo ich die Schiebebühne zeige und ein paar Bilder, wie ich es gebaut habe. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, hier haben wir die Ansicht vom Fiddlyard, wie quasi die Weichenstraße von der Platte kommend auf das Fiddlyard geht. Und hier die Gleise, die quasi zur Schiebebühne gehen. Und hier ist jetzt die Schiebebühne auf dem hinteren Gleis 5 aufgelegt sozusagen oder hingeschoben, dass hier jetzt die Lok entweder drauf oder eben runterfahren könnte, wenn eine drauf steht. Und hier ist sie am allerersten Gleis 1, um eben die Lok drauf oder runterfahren zu lassen. Hier nochmal ein Blick über das komplette Fiddlyard mit ausgezogener Schiebebühne. Und hier der Blick auf die eingefahrene Schiebebühne, so ist quasi der Ruhezustand. Damit sind durch das Brett alle Gleise geschützt und beziehungsweise hier kann, wenn ich eine Lok fahren lassen würde, ne, oder so, würde sie hier nirgendwo abstürzen, sondern ist durch dieses Brett im Prinzip geschützt. Hier ist der Übergang auf das erste oder das erste sichtbare Segment sozusagen, gestaltete Segment. Habe ich hier den Übergang schon mit dem ersten Gleis drauf liegen. Hier sieht man schon den ersten Übergang zum nächsten Segment. Und da habe ich so Kupferplatten genommen, so Leiterplatten, wo Leiterplatten draus gebaut werden können und habe dort die Gleise aufgelötet und entsprechend getrennt und habe jetzt hier eine wunderbare feste Verbindung und kann dort die Segmente trennen. Und genauso habe ich das hier an der Schiebebühne gemacht. Thank you.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein verhältnismäßig kurzes Video heute. Und ja, mein Vierteljahr steht. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt muss ich von unten anfangen, die ganzen Kabel sauber zu verlegen, die Servos einzubauen, die Switch-Piloten müssen rein, wobei die noch irgendwo in China sitzen und warten, zu mir geliefert zu werden. Ja, aber so wird es weitergehen. Die restlichen Gleise auf der Anlage werde ich weitermachen. Mal schauen, was im nächsten Video kommt. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare wieder in die Kommentarbox schreibt. Und ganz besonders freue ich mich, wenn wir uns zum nächsten Video sehen. Bis dahin sage ich nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bye bye.